Hallo und herzlich willkommen zurück zu Germany at War Barbarossa 1941. Wir haben ja gestern schon mal die Tutorial-Kampagne angespielt, ihr seht selber. Die zwei Missionen haben wir gestern schnell durchgespielt. Ich denke, wir werden jetzt dann erstmal mit den kleinen Kampagnen anfangen und dann im späteren Verlauf die großen spielen. Wir werden jetzt mal die Heeresgruppe Nord probieren mit drei Missionen. Ihr seht, es sind die drei Missionen hier. In dieser Kampagne wird der Weg der Heeresgruppe Nord im Jahr 1941 von der russischen Grenze bis zur letzten Offensive in Richtung Tigwin nachgezeichnet. So, das werden wir probieren. 22. Juni 1941, Operation Barbarossa. Die Heeresgruppe Nord greift Litauen und Lettland an. Alles ist für einen Angriff auf die Nordfront der Sowjetunion vorbereitet. Die Grenze ist stark bewacht, aber wir sollten die Lufthoheit haben und der Überraschungseffekt ist auf unserer Seite. Sie haben während dieser Kampagne einen festen Vorrat an Ressourcen. Gehen Sie sorgsam damit um. Die nachfolgenden Karten sind enthalten jeweils... Was? Die nachfolgenden Karten sind enthalten jeweils nur 200 Ressourcen. Okay, ist ein kleiner Schreibfehler drin. Spieler. Die Achse hat 10 Tage Zeit, um ihren Auftrag zu erfüllen. Also das brauchen wir ja. Brillanter Sieg wollen wir haben. Erobern Sie Riga, Lipaja, Schaulen und Kaunas. Okay, wir sollen 4 Städte erobern. Wenn die Sowjets die Versorgungszentralen bei mir erobern, muss die Achse ihre Operation abbrechen. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die Sowjets sollen ja die 3 Städte hier erobern und wir sollen diese 4 Städte erobern. Sollte jetzt der Gegner schneller sein und die 3 Städte einnehmen, ist die Mission beendet. Das wollen wir auf jeden Fall schon mal nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das sind unsere Städte, die der Gegner einnehmen muss, die so blau umrahmt sind. 1, 2, 3. Okay, das sind die. Wir sollen das hier einnehmen. Jetzt machen wir mal die Karte schnell ein bisschen größer. 1 hier. Kaunas ist hier. Das ist 3. 1 ist hier. Und 1 ist hier oben. Okay. Also, wir müssen über die ganze Karte spielen. Wir haben nur 10 Runden Zeit, so wie ich das jetzt hier rausgelesen habe. Dann werden wir doch mal anfangen und setzen unsere Einheiten hier nach oben. Der Artillerie muss man ein bisschen aufpassen. Wie schaut es hier aus? Ja, wir müssen hier aber hier oben durch. Wir müssen hier oben durch. Mal gucken, dann ziehen wir die Einheiten dann erstmal hier rüber. Hier sind Bunkeranlagen. Ah, erstmal die Geschütze weg. Schauen, dass wir die Geschütze erstmal ein bisschen schwächen. So, und dann rücken wir mit denen jetzt mal weiter vor. Lass die Artillerie bitte im Hintergrund stehen. Und setz die nie nach vorne. Weil dann, wenn der Gegner angreift, habt ihr meistens riesen Verluste an der Artillerie. Unser Stuck. Probieren wir jetzt mal hier unten. Ne? Ah, man kann schauen, dass wir hier durchkommen. Ziehen wir jetzt die Einheiten alle mal mit hier rüber. Die werden wir brauchen. Das sind unsere Jäger. Also wir müssen hier auf der Karte bis hier oben hin. Dann ist es eigentlich ratsam, wenn die Einheiten dann hier rüber marschieren. Oh, 2-0. Mit der Artillerie ein bisschen schwächen. Kommen wir gar nicht hin. Okay, das schaffen wir jetzt gar nicht. Ein
Drei neue, ja, die sind hier die Bunkeranlagen hier drin, da merkt man schon, da kriegen wir einen hohen Schaden, wenn wir jetzt hier angreifen würden. Brauche ich mir jetzt erstmal ein paar mehr Einheiten. Ah, mit dem Panzer könnte man einen kleinen Schaden machen. Mit den Einheiten leider noch nicht. Also dann ziehen wir die jetzt alle mit vor. So, die haben wir bewegt. Unsere Jäger lassen wir jetzt erstmal noch stehen. Ah, oder wir nehmen die hier als Flügelmänner von unseren Bombern. Ah, nein, das wollte ich gar nicht. So, zurück. So, unsere Bomber hier ein bisschen unterstützen. Müssen wir jetzt mal gucken. Also die haben wir alle bewegt, die haben wir auch alle bewegt. Ja. Nur ich denke halt, dass wir dann, wenn wir den Feind hier ein bisschen zurück haben und da, dass wir dann zwei Einheiten oder was noch mit nach oben ziehen. Weil ein Ziel ist nämlich hier oben. Runde beenden, ja. Okay, hier drüben haben sie Panzer. Und noch ein Jäger. So, die Sowjets gründen die Stawka. Moskau, 23. Juni 1941. Als Reaktion auf die deutsche Invasion wird die Stawka Oberbefehlskommando der Streitkräfte eingerichtet, um die Strategie zur Verteidigung der Sowjetunion zu koordinieren. Also es kommen immer mal wieder so Infofenster im Spiel, finde ich eigentlich herrlich gemacht. Jetzt gehen wir mal schnell hier vor mit denen. Da ist dieser Panzer. Hier haben sie Geschütze. Jetzt müssen wir mal gucken, ne? Haben wir eine Chance gegen den sein Jäger? Ja. Wichtig, dass wir jetzt erstmal den sein Jäger hier wegbekommen. Können wir am Panzer was anrichten? Ja. Und so, jetzt ziehen wir den Bomber mal zurück. Müssen wir jetzt mal gucken, was wir denn hier machen. Die Verteidigung hier müssen wir auf jeden Fall schon mal schwächen, das ist klar. So. Die haben wir geschwächt. Jetzt müssen wir mal gucken. Das sind bestimmt Einheiten hier drin, oder? Ah, nicht einmal, die ist leer. Die Bunkeranlage ist leer. Ist die auch leer? Ja. Okay. Dann sind wir jetzt hier mal ein bisschen eingegraben. So, hier unten haben wir unsere Einheiten, was wir haben wollen. Jetzt müssen wir mal hier oben schauen, was wir hier weit. Ah, ist der Feind weg? Der hat sich rausgezogen hier. Okay, Unterstützungsfeuer von seiner Artillerie. Der zieht sich zurück, dann kommen wir aber jetzt leider nicht so weit vor. Wir wollen erstmal schauen. Ah, die Artillerie haben wir wegbekommen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass die keine Unterstützung mehr geben können. Jetzt müssen wir mal gucken. Ziehen wir jetzt mal ein Stück nach vorne. Die ziehen wir nach. Jetzt ziehen wir erstmal die. Ah, jetzt kommen wir leider nicht hinterher. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier machen. Wir vernichten jetzt erstmal die Infanterie und die ziehen wir mit da oben hin. Das lassen wir jetzt alles mal hier. So, oh, die haben einen Panzer hier oben dabei. Ja, könnten schaffen. Ja, so, jetzt haben wir die vernichtet, das ist gut. Der Panzer wird nur ein bisschen schwierig hier oben. Aber das werden wir dann schon hinkriegen. Vielleicht fliegen wir da mit unserem Bomber mal hoch. Dass wir mal ein bisschen ankratzen. Weil die Panzer hätte ich eigentlich hier belassen, weil die kommen nämlich schneller nach oben wie Infanterie. So, das haben wir alles durch.
Den haben wir angeknackst. Unsere Jäger haben ihre Arbeit gemacht. Dann können wir die Runde jetzt eigentlich beenden, ne? Lass uns mal einen Gegner wieder spielen. Jetzt haben sie schon zwei Panzer hier. Jetzt haben sie schon zwei Panzer hier. Ne, jetzt wollen wir erstmal den Bomber hoch. Wo ist denn der? Hier. Ah, der kann nicht fliegen beim Regen. Ah, der kann doch fliegen. Okay, es ist bei dem Spiel jetzt ein bisschen anders da. Dann bräuchten wir jetzt doch noch einen Panzer hier oben. Da haben wir keine Chance. 2-1. Dann ziehen wir doch mal mit der Einheit jetzt mal hier hoch. Vielleicht kriegen wir das sogar. So, 1-1. Jetzt schaut schon mal besser aus. Na, jetzt ist er umzingelt von uns. Ja, den kriegen wir jetzt auf jeden Fall so. Also, dann gehen wir mal hier weiter. Die ist zerstört. Ist auch zerstört. So. Jetzt nehmen wir mal das hier ein. Gehen gleich hier weiter. Jetzt machen wir mal die Karte größer. Also, wie gesagt, wir wollen ja hier hoch. Machen wir jetzt erstmal mit unseren Panzern. Die sind benutzt. Nehmen wir Artillerie mit. Ja, nehmen wir mit. Die eine Artillerie. Ja, ich bin mir überlegen, ob wir nicht mit Einheiten auch versuchen, von hier hinten anzugreifen. Wäre, glaube ich, eine gute Lösung. Dann nehmen wir die noch mit. Die ist eh angekratzt. Die ziehen wir dann hier runter. Will ich aber jetzt nicht so weit ziehen, weil ich nicht weiß, ob hier irgendwo ein Gegner noch ist. Die sind alle benutzt. Okay, so, dann machen wir uns mal hier unten weiter. Wollen jetzt erstmal schauen, dass wir den Jäger hier runterkriegen. Er ist weg. Schauen wir uns mal den Panzer noch an. Sind wir leider nicht in Reichweite hier vom Geschütz. Aber das kriegen wir so auch. So. Hier mit dem LKW. Da müssen wir halt auch aufpassen, dass wir nicht allzu weit vorrücken mit dem LKW. Das sind nämlich leichte Beute. Zieht euch einmal schön zurück. Halt, den können wir vortreten hier. Artillerie muss weg. Und ihr. Ah. Scheiße, die können jetzt nur mit dem LKW, dann ziehen wir die mal hier hin. Vernichten wir die. Unseren Panzer werden wir jetzt erstmal wieder aufrüsten. Also, ihr seht hier, was ich im Tutorial schon gezeigt habe. Ihr müsst die Einheiten nicht komplett aufrüsten, so wie hier. Ihr könnt anklicken, ah, ich will jetzt nur eines, um Kosten zu sparen. Da wir eh jetzt mal genug Prestige haben, die 82 können wir uns auf jeden Fall leisten. Werden wir machen. So, dann haben wir das jetzt eigentlich alles gemacht hier. Ja, dann greifen wir mal hier noch an. Die haben wir alle bewegt. Ja. Dann beenden wir jetzt mal unsere dritte Runde. Ach, jetzt geht der Panzer hier nach oben. Ah, siehst du, und jetzt meine ich, jetzt kommen nämlich die Einheiten für hier. Da können wir froh sein, dass wir unsere Artillerie nicht hier unten hingezogen haben. Helsinki, 25. Juni 1941. Eine große Luftoffensive der Sowjets führt zur finnischen Beteiligung am Krieg. Die Planung für eine Invasion der im Winterkrieg verlorenen Gebiete beginnt. So. Also. Achso, wir haben ja den Panzer hier noch. Der ist weg. Dann ziehen wir jetzt mal unseren anderen Panzer hier nach, um unsere Infanterie da oben zu unterstützen. Probieren wir erstmal schnell einen Angriff mit dem Bomber. Ja, haben wir immer noch keine Chance gegen den. Jetzt werden wir unsere Einheiten erstmal wieder auffüllen. Die ziehen wir hier hin. Weiter machen wir es erstmal gar nicht. Die ziehen wir nach. Die ziehen wir hier oben hin. Sollen wir mal gucken. Gehen wir mit den Einheiten hier nach oben mit. Ah, da sind wir fast an der Stadt.
Nehmen wir uns die Einheiten hier noch mit, dass die uns dann später nicht irgendwo in den Rücken fallen. So, die Einheiten, denke ich, werden wir jetzt nach unten hier ziehen. Damit unsere Artillerie hier nicht vernichtet wird, wenn die jetzt hier weiter vorrücken. So, mit unserem Bomber, dem Panzer. Der Jäger ist schon ein bisschen angekratzt, den hauen wir jetzt zurück zum Flughafen. So, jetzt müssen wir mal hier gucken. 1, 3, na, machen wir erstmal die hier oben. So, und jetzt ziehen wir mit der Einheit nach. Dann sind die vernichtet. So, jetzt nehmen wir uns hier unten den Panzer vor. Eins hat er noch, der gute Freund. Den haben wir auch. So, wir müssen hier über die Brücke. Die Einheit kann hier mal weiterziehen. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir auch mit. So, ihr seht hier. Das blinkt. Dann können wir unsere Einheiten aufwerten. Ne? Hier die zwei Bomber. Stuckerstaffel gegen gepanzerte Einheiten, Angriff plus 4, Aufklärerstaffel. Na, dann nehmen wir das gegen die gepanzerten Einheiten. Warum nimmst du das nicht? Drin hat es auf jeden Fall. Blinkt aber trotzdem weiterhin, das ist jetzt komisch. Stab, das war Angriff und Verteidigung. Nehmen wir zwei zum Angriff. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, jetzt ist es weg. Na, ist es vielleicht ein kleiner Fehler, dass es da nicht gleich akzeptiert hat. Aber jetzt ist es drin. Jetzt seht ihr das selber. So. Wir ziehen jetzt einfach mal hier weiter. Das zerstören wir schnell noch, dass wir hier durchziehen können. Die Artillerie nehmen wir mit. Unsere Einheiten sind komplett aufgewertet. Die haben wir jetzt alle benutzt. Ja, dann können wir die Runde beenden. Der Panzer flüchtet. So, jetzt müssen wir mal schnell mal hier aufs Infofenster gehen. 6 Tage haben wir noch Zeit, damit wir jetzt die 4 Ortschaften hier einnehmen. Warum flüchtet der Panzer? Oh, wir haben ihn zerstört. Das ist super. Dann werden wir uns erstmal schnell das Geschütz hier noch vornehmen. So, jetzt bleibt nur noch die eine Infanterieeinheit hier oben. Die müssen wir jetzt dann wohl schaffen. Mal schauen, dass wir so schnell wie möglich hier hochkommen. Jetzt müssen wir aber die Artillerie trotzdem nach vorne ziehen. So, hier haben wir gesagt, geht hier unten entlang. Schauen wir, dass wir denen hier in den Rücken reinkommen. Können wir angreifen? Ah, leider nicht. Hier sind 2 Einheiten. Das hab ich jetzt gar nicht aufgepasst. Also, jetzt nähern wir uns mal langsam der Brücke. Die Einheiten tun wir mal voll machen wieder. Ein Bomber, das hätten wir vorher machen sollen. Das hätten wir vorher machen sollen. So, dann vernichten wir die noch. Dann haben wir jetzt hier unten eigentlich jetzt erstmal unseren Freiraum. Jetzt können wir nämlich ganz normal hier unten durchziehen. Dann kommen wir hier zum Kaunas hoch. Die anderen Einheiten hier, was wir hier oben haben, die müssen halt versuchen, dass sich die 2 Städte hier oben einnehmen. Runde beenden. Dann bleiben uns noch 5 Runden. So, was hat er denn hier? Ungarn erklärt der Sowjetunion den Krieg. Budapest, 27. Juni 1941. Nachdem die ungarische Stadt Kaschau am Tag zuvor bombardiert wurde, erklärt Ungarn der Sowjetunion den Krieg und mobilisiert die Karpatengruppe, um die Operation Barbarossa zu unterstützen. Super. Die Ungarn sind bei uns jetzt dabei. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen.
Wie gesagt, wir haben jetzt noch genug Zeit mit der Runde. Schauen wir mal, dass wir schön langsam hier oben die Sachen zerstören. Hier steht eine Einheit, also die sichert die Stadt schon mal ab. Hier geht man schnell mit hier hoch. Dem Panzer. So, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir denn jetzt hier? Mit einem Panzer ziehen wir erstmal schon mal hier hoch. Den anderen lassen wir jetzt erstmal schnell hier stehen. Dann warten wir mal, bis die Einheiten hier hochkommen. Sind benutzt, okay. So. Ach, das ist ja eine Panzerabwehr und keine Artillerie, deswegen kann die nicht schießen. So. Dann kommt ihr mal weg. So, hier haben wir jetzt dann auch kein Problem mehr. Jetzt mal gucken, dann tun wir die Einheiten dann mal über den Fluss hier drüber. Und das ziehen wir mit zur Brücke. So, über die Brücke sind wir schon mal. Können wir hier mal in aller Ruhe vorrücken. Tun wir mal schauen, was wir denn mit unserer Stuka hier machen. Ich glaube, die werden wir hier oben mit einsetzen. Oh! Ein Dreier Schaden bekommt, ist natürlich jetzt blöd. Ja, der entsendet natürlich hier oben immer wieder neue Einheiten, ey. Müssen wir mal schauen, dass wir die so schnell wie möglich jetzt vernichten. So. Zum Bomber. Ne, dann machen wir erstmal hier mit denen hier weiter. So, schnell schauen, dass er hier hochkommt. Dann ziehen wir nämlich den Panzer jetzt auch mit. Ah, hier oben in der Stadt ist gar keiner. So. Den können wir aufwerten. Start mit defensiver Ausrichtung, Start mit offensiver Ausrichtung, Flammpanzerung. Zusätzliches Bataillon, Versorgungskompanie, motorisierte Packkompanie, das werden wir nehmen. Was mir natürlich jetzt gerade auffällt von unseren Einheiten, die verbrauchen keine Munition und kein Benzin. Jetzt ist natürlich die Frage, habe ich jetzt auf leicht eingestellt oder was ist hier los, warum die nichts verbrauchen? Da habe ich natürlich jetzt überhaupt nicht aufpasst. Muss ich mir später nochmal anschauen, an was das jetzt genau liegt. Weil wir wollten ja eigentlich den Benzin- und Spritverbrauch schon haben. Damit es nicht so einfach wird, hier durch die ganze Mission hinter durchzurennen. So, 1-1. Den Flugplatz hier hinten werden wir uns auf jeden Fall mitnehmen. So, Kaunas kriegen wir auf jeden Fall in der nächsten Runde. Die Pack lassen wir hier stehen, haben wir gesagt. Ja, dann ziehen wir euch mal noch mit nach oben. So. Bombe, so. Jetzt kriegen wir das Geschütz, ja. Dann werden wir jetzt uns hier an die Stadt hier machen. Schauen wir mal, was hier unten ist. Jetzt holen wir uns erstmal den Flughafen. Ja, und hier, wie gesagt, die Stadt kriegen wir jetzt auch. Seht ihr selber, die haben nur noch eine 3er Stärke. Jetzt werden sie vernichtet. Dann nehmen wir jetzt die Stadt hier ein. So, die gehört uns. Wo ihr halt immer ein bisschen aufpassen müsst, ihr kriegt ja pro Runde Prestige dazu, wie Nebenspiel. Wenn ihr in dem Spiel das letzte Ziel einnehmt, egal bei welcher Runde ihr seid, dann ist es sofort vorbei. Dann würde ich sagen, wartet immer und lasst die Zeiten schön verstreichen, damit ihr ja die ganze Prestige noch mitnehmt.
Jetzt schauen wir mal hier. Ist auch keiner drin. Okay, dann nehmen wir die Stadt noch mit einem Panzer. Und fahren hier mal wieder zurück. Müssen wir mal schauen, dass wir hier noch rechtzeitig an die Stadt hier hinkommen. Drei Runden haben wir noch Zeit. Mal schön hier unter Beschuss nehmen. Mal mit unserem Bomber noch draufhalten. So, dann müssen wir auf jeden Fall hier noch ran machen. Das sind ja jetzt, glaube ich, halt, die haben eine Verbesserung. Nehmen wir jetzt mal das da, jetzt müssen wir nochmal gucken. Also die zwei Städte haben wir noch, das war einmal die hier drüben und einmal die, was hier in der Mitte auf der Karte ist. Drei Tage haben wir noch Zeit, also das kriegen wir auf jeden Fall hin. Der Gegner wird nämlich nicht mehr allzu viel jetzt machen. So, der zieht sich zurück. Machen wir es einmal so. Hier setzen wir uns gegen die... Ist das Artillerie? Panzerabwehr, okay. Da hat der eh keine Chance gegen uns. So, die Stadt kriegen wir auf jeden Fall auch jetzt. Leer ist sie. So, das wäre jetzt nur noch die hier. Aber wie gesagt, die zwei Runden warten wir jetzt noch ab. Neue Ausrüstung, wir haben neue Flugzeuge dazu bekommen. Operation München beginnt. Bukarest, 2. Juli 1941. Rumänische Truppen überschreiten mit Unterstützung durch die 11. Deutsche Armee die Grenze zum sowjetisch besetzten Bessarabien. Damit beteiligt sich Rumänien nun am Krieg gegen die Sowjetunion. So, hier vernichten. Und hier vernichten. Jetzt haben wir das, dann werden wir doch das hier noch einnehmen. Das haben wir auch. Unseren Stuck hier unten brauchen wir jetzt im Moment gar nicht. So, kriegen wir die Brücke noch? Ja, kriegen wir auch noch. So, also, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, eine Runde Zeit, dann werden wir es jetzt gleich annehmen. So, wenn wir jetzt hingehen, dann seht ihr, dann wird ein brillanter Sieg kommen. Brillanter Sieg. Gut gemacht. Litauen steht nun unter unserer Kontrolle. Unsere nächsten Schritte werden die Eroberung von Estland und letztlich die von Leningrad sein. Weiter. So. In der nächsten Folge starten wir dann mit der Schlacht um Estland. Das lese ich dann alles in der nächsten Folge vor. So, das war die erste Mission von der Heeresgruppe Nord. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da, würde mich sehr freuen. In der nächsten Folge sehen wir dann die Schlacht um Estland. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Macht es gut. Tschüss.